zusammen. Heute möchte ich gerne mit euch marokkanische Salzzitronen machen. Das eignet sich super, zum Beispiel zu Grillgerichten im Sommer. Man kann die Flüssigkeit am Ende aber auch super für Salatdressings nehmen. Alles, was ihr dafür braucht, sind 80 Gramm grobes Meersalz, 7 Zitronen und ein großes Glas. Bevor ihr anfangt, solltet ihr das Glas am besten auskochen. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Auch die Zitronen sollten vorher gewaschen werden. Wir fangen damit an, dass wir uns 6 der Zitronen nehmen und entsprechend die Stielansätze abschneiden. Als nächstes nehmen wir das Messer und schneiden diese 6 Zitronen kreuzweise ein. Vorsicht dabei, aber die Zitronen dürft ihr nicht durchschneiden. Wenn wir damit fertig sind, nehmen wir das Meersalz und geben das entsprechend in die Einschnitte hinein. So, wenn wir damit fertig sind, nehmen wir uns die 7. Zitrone, schneiden sie durch und pressen den Saft aus. Diesen Saft vermischen wir jetzt mit dem restlichen Salz, das wir noch in der Schüssel haben. Gießen wir jetzt über unsere Zitronen. Als nächstes schütten wir kochendes Wasser über die Salzzitronen, bis sie komplett bedeckt sind. Nun verschließen wir das Glas fest und jetzt muss das Ganze 3 Wochen ziehen. Anschließend verleihen diese Salzzitronen jedem Fisch-, Fleisch- und Gemüsegericht eine fruchtig-herbe Note. Die genaue Anleitung findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Und wenn ihr das Glas dann geöffnet habt, könnt ihr es auch mehrere Wochen lang im Kühlschrank aufbewahren. Also die Salzzitronen halten sich recht lange. Viel Spaß beim Nachkochen!